Herzensgrüezi aus Mappenzellerland, ich bin Denise Antoinette Sonderegger, dein Business-Medium. Ein bisschen vom Winde verweht, es wird ein bisschen stürmisch bei uns im Appenzellerland, aber ich habe mir gedacht, ich möchte trotzdem, dass du Sicht auf den Bodensee hast. Das Thema von dieser Woche passt hervorragend zu dem, was nächste Woche ist, nämlich Ende des Monats. Und das Thema ist Feiern. Was hat das jetzt damit zu tun? Ja, Ende des Monats ist das erste Halbjahr fertig. Und die geistige Welt meint immer mal wieder, dass wir zu wenig feiern. Viel zu wenig. Und weil wir ja morgen den längsten Tag haben, und es gibt ja diese viele solche Feiern, haben wir gedacht, das passt gut. Also das heißt wir, meine 1250 Business Engel, unzählige Gondoliere, die uns dieses Jahr helfen und diese Woche zu feiern, was du alles erreicht hast. Ich habe das ja auch schon mal erzählt, wenn ich jetzt zurückblicke, vergleiche zu dem, wo ich letztes Jahr gestanden bin, bin ich, wenn ich den Umsatz anschaue, nicht ganz so weit, noch nicht ganz so weit. Das hat damit zu tun, dass ich mein Business anders ausgerichtet habe und da bewusst viel Aufbauarbeit geleistet habe, auch auf Social Media Veränderungen gemacht habe, und das dauert seine Zeit. Es gibt aber ganz, ganz viele Komponenten, Facetten, Faktoren, die wir berücksichtigen können, um zu feiern. Ich habe es erzählt, ich war mutig genug und bin da reingesprungen. Nur schon dafür, finde ich, könnte ich ein Fest machen. Und es gibt ganz, ganz viel, was ich dieses Jahr erreicht habe, was ich feiern kann. Wie ich das feiere, es kommt ein bisschen aufs Wetter daran, aufs Wetter an. Ich bin familiär ein bisschen eingespannt. Ich kann da nicht wahnsinnige Sprünge machen, wie aktuell. Ich werde, wenn es das Wetter zulässt, sicher ein Picknick im Garten machen. Ich liebe Picknicks, ich liebe Garten, ich liebe es, in den Himmel zu schauen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich das so feiern werde. Was ich diese Woche jetzt dazu zusätzlich noch mache, ist mir mindestens 31 Punkte aufzuschreiben. Du hast mein Zögern gehört. Ich habe schnell die geistige Welt gefragt, 31 Punkte aufzuschreiben, auf die ich feiern möchte. Und ich werde dann wirklich 31 Mal mein Glas erheben. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wer da alles dabei ist. Das wird sich dann noch kurzfristig zeigen, um das gebührend zu feiern. Also 31 Punkte, das kannst du sagen, das ist viel. Dann sage ich ja, wenn man das runterbricht auf 6 Monate, dann ist das 5 Punkte im Monat. Das ist dann auch nicht wieder so extrem viel. Und wenn du mal im Schreiben bist, geht das relativ schnell. Bei mir ist es so, dass ich mir gewisse Sachen immer wieder notiere. Ich mache ja auch so eine Monatsausrichtung und da gibt es immer ein Formular dazu. Da kann man das eben auch aufschreiben. Und da kann ich das, wenn ich das mag, nochmals durchlesen. Ich kann aber auch einfach aus meinem Herz heraus sagen, was ist feierwürdig in diesem Moment. Und du kannst das natürlich noch weiterziehen. Du kannst für dich feiern, du kannst mit der Gruppe feiern, du kannst aber auch Posts machen und darüber sprechen, dass du dich feierst. Du kannst dich belohnen, indem du dir was schenkst, das dich daran erinnert, was du dieses Jahr alles erreicht hast. Es ist ein spannendes Jahr, das wusste ich bereits, und es ist natürlich ganz unterschiedlich in der Wahrnehmung. Für die einen ist es ganz, ganz leicht und für die anderen ist es sehr dynamisch, zum Beispiel für mich. Und wieder für andere ist es nochmals ganz, ganz anders. Es ist für mich definitiv ein spannend anspruchsvolles Jahr, das wusste ich im Vorfeld. Und darum bin ich so begeistert, was ich alles schon auf den Weg gebracht habe, welches neues Fundament ich mir erarbeitet habe. Also da gibt es definitiv mehr als 31 Punkte, die ich da notieren kann. Und eben, ob du dich da noch irgendwie etwas beschenkst, wo du sagst,
Das erinnert mich dann immer. Vielleicht ist es auch etwas, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe den Sommer durch so ein bisschen auffälligere Ohrenstecker oder Ohrenschmuck. Das ist auch etwas, was mich dann immer wieder daran erinnert. Noch ein Tipp von oben, der ist jetzt gerade geliefert worden. Such dir eine Musik, dass die du immer mal wieder spielst, dass die du dann verkoppelst. Ich habe solche Musik für viele wichtige Anlässe oder Ereignisse in meinem Leben. Und wenn ich die höre, katapultiert mich gerade wieder in diese Energie zurück. Und darum geht es nämlich, dass wir in die leichte Energie kommen, in diese Feierenergie. Meine Güte, was bin ich für eine coole Socke? Was habe ich da alles gerockt? Was habe ich alles erreicht? Und gerade dann, wenn es dir vielleicht eben nicht gerade in den Schoß fällt, ist das besonders wichtig. Und ich wünsche dir dabei viel Spaß. Es gibt da keine Regeln, es gibt keine Grenzen. Mach das, was dir gefällt. Mach es so, wie es dir gefällt. Und mach dir in Zukunft jeden Monat so ein Feiermoment. Ob das ein Feiertag ist, also ein Tag, an dem du feierst, oder eine Feierminute, eine Feierstunde. Es ist extrem wichtig, weil wir eben, wie gesagt, in diese leichte Energie kommen. Ich merke gerade, der Wind bringt mich auch so in eine schwungvolle, leichte Energie rein. Und die ist eben wichtig. Die ist wichtig, dass es uns gut geht, dass wir in die Leichtigkeit kommen, auch in unserem Business. Und vergiss nicht, die Verbindung nach oben, wenn wir in dieser leichten Frequenz sind, das ist beim Radio die zu 100% richtige Einstellung, dann flutscht es auch mit der Verbindung nach oben. Und ich soll noch anhängen, auch wieder nach unten, sagt die geistige Welt. Wobei, oben, unten, ob du das so wahrnimmst oder ob es gleich auf gleicher ist, ob es in dir drin ist, ist überhaupt nicht wichtig. Das ist ein Bild, das ich nehme, um gewisse Sachen, die einfach nicht erklärbar zu machen. Irgendwie sowas ist das. Ich wünsche dir viel Spaß, ich wünsche dir viel Genuss, darum geht es nämlich auch. Und Genuss eben viel genießen. Die geistige Welt sagt das immer mal wieder, sie hat mich jetzt auch daran erinnert, wir genießen zu wenig, wir genießen den Moment zu wenig, wir genießen den Tag zu wenig, wir genießen die Stunde zu wenig, wir genießen unser Business zu wenig, wir genießen das Leben zu wenig, was auch immer. Und vielleicht machst du dir noch eine Rubrik für dich, wo ist heute mein Genussmoment? Das sagt die geistige Welt. Ich finde das eine gute Idee. Wo ist mein Genussmoment heute? Ich kann sagen, eine Art der Momente habe ich schon jetzt genossen. Ich kann dir nicht sagen, wie mich das immer wieder beflügelt, dieser Wind. Ich liebe einfach die Elemente. Und Wind ist für mich so ein magischer Moment. Also das ist jetzt für mich definitiv schon mal ein genussvoller Moment gewesen. In diesem Sinne, viel Party, viel schöne Musik, die dich in die Leichtigkeit bringt. Ein Gute, wenn du einen schönen Picknick oder sonst was veranstaltest. Und einfach lass es dir gut gehen. Was dich nährt und ernährt, das trägst du automatisch weiter ins Business und das hilft dir eben auch dort. In diesem Sinne, kommt von mir, du weißt es schon. Es ist immer von Herzen, Herzers, Juhui, aus Mappezellerland. Tschüss, mach's gut.